Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ein neues 10-Wochen-Weihnachten-Projekt. So könnt ihr das leider nicht so richtig sehen. Das ist eine Easel-Card, die man hier so aufstellt. Hier ist ein Stückchen Pergament hinter. Ich glaube, man sieht so ein bisschen meine Finger dahinter. Und die kann man dann natürlich auch flach machen. So sieht sie flach aus. So kann man sie nämlich dann auch verschicken. Und man stellt dort so ein künstliches Teelicht dahinter. Und mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ihr das seht. Es ist hier jetzt natürlich sehr hell, aber ich glaube, es schimmert so ein bisschen durch. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, um das irgendwo hinzustellen. Und man hat einen kleinen Gruß damit drin. Das ist natürlich ganz toll. Man kann hier natürlich auch noch selbst was hinschreiben. Das bleibt jedem selbst überlassen. Aber eigentlich ist es zum Aufstellen gedacht. So. Ich zeige euch mal, was ihr braucht und wie es funktioniert. Hier, und nochmal eben ganz kurz erklärt, hierbei habe ich die Farben Aquamarin und Sahara Sand genommen. Und jetzt nehme ich mal was ganz Außergewöhnliches. Ich finde aber, die Farbkombi passt. Und zwar habe ich Terrakotta und Petrol. Ihr braucht Folgendes. Und zwar braucht ihr ein Stück in 11,5 mal 4,1/8. Das ist das lange Stück, was für außen da ist. Dann braucht ihr in einer zweiten Farbe. Wie gesagt, ich habe jetzt außen Terrakotta genommen. Die zweite Farbe ist bei mir Petrol. Ihr braucht zwei Stückchen. Die sind 3,7/8 mal 5,5/8 groß. Und das kleinere ist 3,7/8 mal 3,3/8 groß. Dann braucht ihr ein Stückchen Pergament. Das hat die Größe von 3,5 mal 3. Dann braucht ihr für den Gruß ein Stückchen Weiß. Das hat die Größe 3,5/8 mal 1 Inch. Und ich habe mir mit dem mittleren Stern und mit dem Stern von der von dem Itty Bitty Trio noch einmal einen Stern in Terrakotta und zwei in Glitzer Silber ausgedruckt. Nicht ausgedruckt, ausgestanzt. Und ja, das ist es grundsätzlich mal, was ihr an Material braucht. Das Zusammenbauen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und zwar habe ich das hier schon vorgefalzt. Das lange Stückchen falzt ihr bei 3,7/8 und 7,7/8. Die Falzlinien ziehe ich mal eben einmal nach. So, und jetzt habt ihr hier unten ein kleineres Stückchen. Hier oben ein größeres Stückchen. Das kleinere bildet eure Klappe, das größere bildet unten die Grundlage. Auf das größere Stückchen hier unten kleben wir das größere Stückchen unserer zweiten Farbe. Das hat dann nämlich die Größe 3,7/8 mal 3,5/8. Das bringen wir da jetzt als erstes mal drauf. Dann, bevor ich jetzt weitermache, stemple ich mir einmal meinen Gruß. Ich habe bei dem anderen, bei meinem Demo-Stück, also dem hier, den Stempel Frohe Feiertage aus dem Stempelset Klingglöckchen benutzt. Das ist das hier. Ich fand so schön, dass es geschwungen ist und die Schrift, weil die Schrift ist sehr schön. Und hier sind noch so kleine Sternchen mit bei. Das nehme ich jetzt auch, und zwar nehme ich dazu Stempelkissen in Terrakotta. Lege mir das hier mal an mein Papier glatt ran. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass ich das hier richtig rum habe.
stempel mir das hier einigermaßen mittig drauf. Oh, da bin ich verrutscht. Das machen wir nochmal. Gar kein Problem. So, sehr viel besser. Und dann nehme ich mir die kleinen Sterne und stempel hier einfach noch mal so ein bisschen die Sterne mit drauf. So wie mir gerade lustig ist. Ich mache das jetzt mal nur an die Seiten. So, hier hinten drauf, wo ich jetzt fälschlicherweise gestempelt habe, aber das sieht man ja gleich nicht, ist ja draufgeklebt, mache ich jetzt 4 Dimensionals drauf, damit ich eine vernünftige Höhe habe. Und normalerweise würden auch 3 reichen, aber ich möchte ein bisschen sicher gehen, weil das wird ja eine Easel-Card, also eine Aufstellkarte. Und deswegen nehme ich da mal ein Dimensional mehr. So, einen Moment, ich muss mal eben das hier kurz beiseite legen. So, das bringe ich jetzt hier unten schön mittig an. So. Und dann habe ich nämlich schon den Aufstelleffekt erledigt. So, jetzt kommen wir hier vorne zu. Wir haben noch eins in der Größe, jetzt muss ich schauen, 3 7/8 mal 3 3/8. Das kommt hier eigentlich jetzt gleich drauf. So. Bevor ich das jetzt aber fest drauf klebe, stanze ich das. Ihr habt, also hier habe ich ein Framelit genommen aus der Mini, dieser Stern ist in der Mini-Leckereien-Tüte mit drin. Um das jetzt ein bisschen einfacher zu halten, nehme ich einfach wieder den Stern, den mittelgroßen Stern. Ich mache mir hier so einen ganz kleinen Tipp nur dran, bringe das dahin, wo es hin soll. So. Und jetzt nehme ich die Sternstanze und stanze einmal hier oben und einmal hier unten. So. Und jetzt nehme ich das mal wieder ab. Bevor ich das jetzt also hier drauf bringe, lege ich mir mein Pergament hier drüber und klebe das an. Das machen wir mal eben. Und jetzt kommt das da oben drüber. Und da müsst ihr jetzt gleich ein bisschen gut schauen. Huch, das war so nicht gedacht. So. Da müsst ihr jetzt gleich mal ein bisschen gut schauen, dass ihr das gut übereinander legt. Damit das hier gut hinpasst. Und ich sehe gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe das Pergament ein bisschen zu weit rüber gezogen. Normalerweise würde ich jetzt ja den Trick anwenden mit der Zahnseide, was ich euch gezeigt habe. Aber in diesem Fall brauche ich das nicht, weil es ist mir egal, dass es abgerissen ist, weil es kommt ja jetzt sowieso noch eine zweite Schicht drüber. Ich bin ein bisschen zu weit rüber gegangen. Das heißt, das Pergament wäre jetzt
unter dem petrolfarbenen Farbkarton rausgekommen. Das heißt, das muss ich noch mal eben einmal neu machen. Ups. So. Und jetzt lege ich das hier schön drüber. Das sieht gut aus. So. Okay. Und jetzt brauche ich noch meine Silikonmatte. Und den Stern bringe ich jetzt hier noch auf. Das mache ich mit einem Dimensional, damit ich so ein bisschen Tiefe in die Karte reinkriege. So. Und die beiden kleinen, ich glaube, das mache ich nicht mit Snail, das mache ich lieber mit Tombow. Klebe ich mal mit Tombow auf. Sieht jetzt ein bisschen anders aus wie das Original, aber das macht ja nichts. So, das war's schon. Und fertig ist die Aufstellkarte, mal in einer völlig anderen Farbkombi. Da kommt jetzt wieder das Licht hinter. Ups. Und so würde das dann aussehen. Die Farbkombi könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Also ich fand das jetzt mal ganz spannend, mal was völlig anderes, was so gar nichts eigentlich mit Weihnachtsfarben, mit den klassischen Weihnachtsfarben zu tun hat. Ich finde, Terrakotta und Petrol passt echt super zusammen. Und auch mit den kleinen silbernen Sternen dabei ist wunderbar. Die Maße und alle verwendeten Materialien findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, auch wenn ihr das jetzt gerade nicht so richtig sehen könnt. Es ist relativ schnell gemacht, eine ganz tolle Sache zum Verschicken und Verschenken. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.